Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! So Leute, eine Frage, was ist das Gegenteil einer wundervollen, stabilen Freundschaft? Genau, eine bittere Rivalität, eine bittere, ekelhafte, andauernde, endlose Rivalität. Und genau so eine besteht zwischen Colby Covington und Jorge Masvidal. Beide waren früher beste Freunde, unzertrennlich, Trainingspartner, Zimmergenossen, haben sich alles geteilt, aber die Zeit ist dann vorbei. Heute hassen sich beide und diesen Hass werden beide am 5. März 2022 in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada im Octagon austragen und es wird endlich entschieden, wer von beiden der bessere Kämpfer ist, wer die besseren Skills hat und wer sich tatsächlich die große Klappe erlauben konnte. So, auf der einen Seite schauen wir uns erstmal an, wer was sagt. Auf der einen Seite haben wir Colby Covington, der sich wie folgt äußert. Es wird ein böses Erwachen für Masvidal. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann wird er nicht mehr derselbe Typ sein. Das ganze Geld, das die UFC ihm gezahlt hat, wird nichts mehr wert sein, weil er damit nichts anstellen können wird. Es wird ein böses Erwachen. Ich habe sehr hart trainiert, ich habe präziser trainiert, fokussierter, ich habe noch nie so krass trainiert, ich bin auf einem komplett anderen Level, bla 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 bla, das Standardgerede. Auf jeden Fall, auf beiden Seiten ist die Emotionalität sehr weit oben, das ist sehr gut für einen Mega-Fight, es wird blutig, es wird eine absolute Schlacht und das garantiere ich euch. Auf der anderen Seite sagt Masvidal, er kann es kaum erwarten, Covingtons Gesicht zu brechen. Ich weiß zwar nicht, wie er das machen will, dafür müsste er ihn die ganze Zeit ground and pounden, das glaube ich nicht. Die meiste Zeit des Kampfes wird im Stand durchgeführt, hundertprozentig. Ich sehe auch nicht, dass der Kampf auf dem Boden enden wird, dass Masvidal oder Covington durch Submission gewinnt, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird auch kein Punktesieg, einer von beiden wird Knockout gehen, Stand-up, hundertprozentig. Schauen wir uns mal, aber was differenziert die beiden? Wo sind die Unterschiede? Was sind die Gemeinsamkeiten? Gehen wir erstmal die Gemeinsamkeiten durch. Beide haben je zwei Niederlagen gegen Kamaru Usman. Gott, wie ich den Typen hasse, allein diesen Namen auszusprechen, ist widerlich. Auf jeden Fall, Covington ist mit den beiden Niederlagen gegen Usman besser durchgekommen, einmal bei der UFC 245 durch Decision und dann ein zweites Mal bei der UFC 268 erneut durch Decision. Die krassere Niederlage gegen Kamaru Usman hat Masvidal kassiert bei der UFC 261. Oh mein Gott! Zweite Runde, dieser Punch, dieser Schlag in seine Fresse war einfach geisteskrank. Das hat einfach jeder gehört. Selbst, mir fällt kein Beispiel ein, auf jeden Fall hat es jeder gehört. Das war ein mega Knockout. Das war einer der krassesten Knockouts, die ich jemals gesehen habe. Ich möchte nicht nur an dem Masvidals Niederlage festmachen, seine bevorstehende Niederlage festmachen, aber es ist einer der Punkte, wo ich sage, wo ich mir sicher bin, dass Masvidal verlieren wird. Ich liebe Masvidal wirklich von ganzem Herzen wie ein Bruder, aber er wird das Ding nicht machen. Beide sind gut im Striking, Masvidal ist für sein Boxen, für sein sehr, sehr gutes Boxen respektiert und bekannt. Aber Covington kann mithalten und genau das ist das Problem. Und bei Covington sehe ich, ist Covington immer ein kleines Stück weiter vorne. Sei es das Game im Striking, sei es die Ausdauer, egal was. Und auch alle anderen sind der Meinung, dass Covington das Ding machen wird. Und ja, Covington wird das Ding auf jeden Fall machen, ich bin mir sehr sicher. Wer hat was erreicht? Was sind nennenswerte Fighter? Masvidal hat beispielsweise Nate Diaz durch TKO besiegt. TKO Dr. Stoppage. Ben Askren, KO. Ihr erinnert euch noch an den heftigen Flying Knee gleich am Anfang des Fights. Einfach krass. Das war heftig. Auch mega, mega nice. Und Darren Till. Das sind Kämpfer, die sind schon sehr, sehr gut. Da sticht besonders Nate Diaz hervor. Da kann man kann sagen, dass Masvidal auf jeden Fall ein sehr heftiger Gegner ist, gar keine Frage.
Was die Erfahrung angeht, hat Masvidal die Nase vorn. 50 Kämpfe, 35 Siege. Und da hinkt Covington hinterher mit 19 Siegen und nur 16, mit 19 Kämpfen und 16 Siegen. Namhafte Fighter seitens Covington, wir haben beispielsweise Tyrone Woodley, Rib Injury, wen haben wir noch, Robbie Lawler, Rafael Dos Anjos und Damien Maia. Sechsfache Winning Streak, bevor er das erste Mal von Kamaru Usman weggepickt wurde. Alles in einem, es wird mehrere Schlagabtausche geben. Schlagabtausche? Wie auch immer. Es wird blutig und einer von beiden wird auf jeden Fall Knockout gehen. So viel dazu. Ich bin super gehypt. Schreibt mir bitte in den Kommentarbereich, wie ihr das Ganze seht, wer eurer Meinung nach gewinnen wird, auf welche Art und Weise und warum ihr Covington vorne seht, warum ihr Masvidal vorne seht. Laut Tapology ist auch Covington sehr, sehr weit vorne. Ich glaube 87% sprechen für Covington und der Rest geht an Masvidal. Das ist nix. Da ist die Niederlage einfach schon vorprogrammiert und die Prediction ist auch ein KO. Von daher, die UFC 272 wird Masvidal verlieren. Es tut mir leid an alle Masvidal-Fans. Zu guter Letzt, liebe Grüße gehen raus an Bay Beauty Cosmetics und Law of Man, meinem Bruder, meinem Kooperationskanal. Sehr nicer Typ.